Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. Ich guck mal kurz auf der Weltkarte, wo wir jetzt hier am schnellsten hinwatscheln. Ich würde sagen, erstmal geradeaus immer. Wir werden erstmal nach Ochsenfurt. Ah, verschwinde! Ein Wort und du landest im Stock. Halt die Fresse, du Affe. Mein Opa ist krank. Oh, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Was ist denn das da? Eine Aufgabe. Hier ist eine Aufgabe. Da ist eine Aufgabe. Weiter so, Plätze. Ich muss da hin. Da ist eine Aufgabe. Kann nicht einfach da vorbeireiten. Wisst ihr? Würdet ihr doch genau so machen. Mit diesen Zähnen beißt er einen Streitkolben durch. Komm jetzt. Vielleicht sogar eine nilfgaardische Plattenrüstung. Streitlustig, wie? Einen interessanten Basilisken hast du da. Klar ist er interessant. Sowas bekommt man hier nicht zu sehen. Die schlüpfen nur in den Einöden Sirikaniens. Aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden. Hahneneier, sagst du? Und was für Hähne? Recken ihre Hinterteile anderen Hähnen wie brütende Hennen entgegen. Eier von so einem Hahn müssen von 101 giftigen Vipern ausgebrütet werden. Dann pickt sich der junge Basilisk den Weg ins Freie. Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Wyvern aussieht, wenn er jung ist und nicht gut genährt. Du sprichst wirres Zeug, Herr. Das hier ist der echteste aller Basilisken. Richtig, was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Hexer. Moment mal, wenn das ein Wyvern ist und kein Basilisk, wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, Betrüger! Tapfere Soldaten, nicht drängeln, sonst... Vorsicht! Gleich auf! Reiß ihn ein! Ich würde gerne mein Schwert ziehen, aber irgendwie will er nicht. Liebe Raduvid, steck die Waffe weg. Mit Miesmacherei und Fahnen. Es sieht so aus, als wäre der Käfig das genauso falsch gewesen wie der Basilisk. Bredanien! Ich hab dich im Blick. Naja. Siehst du aber trotzdem nicht, dass ich ihr deine Waren wegklaue und am Arsch war? Du bist mir einer. Ihr seid mir Wachen. Ein Wort und du landest im Stock. Naja, komm. Halt's Maul, du. Sonst kriegst du vor die Fresse. So, wir müssen noch Skellige. Warte nur, die Hexenjäger kriegen dich. Ach, leck mich doch. Mein Gott, das ist aber auch ein toxisches Klima hier. So, wir müssen hier immer raus. Dann müssen wir nach Skellige. Und dann müssen wir wohin? Was haben wir hier noch? Nach Karte. So, wo ist denn hier? Wo waren das hier? Links, ne? Nebelinsel? War das nicht hier drüben irgendwo? Bin ich jetzt ganz und ja hier, wa? Nee. Hä, wo ist denn das? Oh, so viel Fragezeichen hier, ja?
war auch eine Karte hier, ne? Genau, Lugos. Ist das jetzt egal, wo ich hin hier? Das war doch hier irgendwo. War das nicht hier so, ja? Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Begib dich auf ein Boot. Oh, ich bin hier sehr heftig. Sag's dem Jarl, der ist zuständig. So, Reise zur Nebelinsel. Naja, gut. Dann wollen wir mal, wa? Bist du verletzt? Mein Papa war auch so blass, bevor er gestorben ist. Naja, dein Papa. Bin aber nicht dein Papa. Dein Papa war ein Weichei. Nein. Schlimm, so. Tod ist heute ein Schlimmes. Nebelinsel. Ich glaube, da kommt jetzt der, du kannst ja nicht mehr zurück. Wenn du noch Aufgaben hast, dann mach sie jetzt. War das nicht hier? Oder kommt das erst später? Ist halt ja nicht mehr. Aber es ist auch noch lange nicht Ende, von daher. Haben wir ja noch ein bisschen vor uns. Die Musik ist schön. Ich höre die Witcher-Musik immer im Auto. Schön ruhig, beruhigend. Boah, 1380 Schritte noch. Mein Gott, das ist ja noch Ewigkeiten in hier. Oh, hier rechts, Fragezeichen. Wir müssen die Fragezeichen jagen. Ich hätte vielleicht näher ran gemusst, wa? Ich will mal kurz was gucken. Kann ich hier eigentlich... Okay. Machen wir das doch so, wa? Es waren nur noch 400 Schritte. Wir haben ein bisschen was gespart. Guck mal, da geht der Nebel schon los. Hier geht der Nebel schon los. Ich muss aufpassen, dass ich hier nirgendwo gegenfahre.
Ah, das war hier ab Level 22. So, Achtung. Speichere jetzt dein Spiel. Du näherst dich einen zentralen Punkt der Spielgeschichte und solltest deinen Spielstand jetzt manuell speichern. Okay. Hatte ich das hier immer gehabt? Nach der Reise zur Nebelinsel sind einige Nebensquests nicht mehr verfügbar. Empfohlene Charakterstufe 22. Vielleicht habe ich auch. Ich habe immer im Kopf gehabt, dass ich da schon 30, Level 30 war, aber sieht wohl nicht so aus. Ja, okay. Nur Nebenquests haben wir jetzt alle gemacht. Bis auf die Gewinnkarten und. Na, ja, da drauf geschissen war. Okay. Wollen wir dem mal folgen, oder? Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Folge dem Glühwürmchen. Ist ein bisschen doof, weil man das. Moment, das ist jetzt hinterm Segel. Boot ist vorne kaputt. Blöde Schnäpfer. Dreckige Huren. Das sind euch. Alter. Nein. Noch eine? Mein Brot ist kaputt. Da ist ja noch eine. Nein, nein, nein. Was machst du denn, Geralt? Rinn ins Boot. War ein Doppelschuss. Eine Doppelläufe hier. Bam, bam, bam. So, können wir jetzt?
Boah, ist das hier alles aufregend, Alter. Ist hier irgendwas zu suchen? Die mögen wohl keine Besucher auf ihrer Insel hier. Zum Teufel, Alter. Wie es hier aussieht. Da hinten auch noch ein Haufen Viechers. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung aufliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Beim Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Auf diese Insel gelangt man nicht auf gewöhnliche Art. Herr, je ist ein Schiffbruch etwa gewöhnlich? Lass gut sein. Du weißt, was er meint. Lass es mich erklären. Vor kurzem waren wir auf dem Weg von Skellige nach Novigrad. Und Ferenc kam mit dem Kapitän ins Gespräch, der ihm ein magisches Glühwürmchen verkaufte, das angeblich den Weg zu einem Schatz kannte. Diese Unterhaltung wird langweilig. Hört zu, ich mache euch einen Vorschlag. Oh. Wenn das ein Dämon ist, dann will er uns überlisten. Ich bin kein Dämon. Ihr braucht mich nicht zu fürchten. Lasst es mich beweisen. Und wie willst du das tun? Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Ferenc. Dieser Ivo, wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren, seetauglich machen. Also gut, mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. So, jetzt gucken wir mal erstmal, die Nebelinsel haben wir jetzt hier als... Machen wir erstmal die hier unten, wa? Suche an der Küste nach Ferenc. Einfach geradeaus. Einfach dem Weg folgen. So, und den machen wir als erstes.
Gucken wir mal. Machen wir mal Lucky Lucky. Die Musik, Alter. Sieht aus wie Neblinge. Die müssen wir hier die Viecher jagen oder so aufkommen. Oh, was haben wir denn da? Biers. Oder? Nope. Wollte vor den Biers fliehen. Die kurzen Beine, der war zu langsam. Alles klar, Junge, alles klar. Einer der Vermissten. Schade, dass er tot ist. Nimm mit, Huckepack. So, ist hier noch irgendwie was? Guck mal, hier ist noch ein bisschen. Ein paar Floreen, ein paar Ohren. Ich weiß ja nicht, was die hier so versteckt haben, die. Die Jutenentwickler. Gerne mit der Hexersinne, findet man wenigstens alles. Krähenauge. Nicht, dass man hier irgendwie was, wisst ihr? Er hat vielleicht ein paar Zutaten, die man hier brauchen kann. Oh, was war denn hier? Kick mal an. Einfach so ein paar Ohren gefunden. Ein paar Ohren. Da mache ich mir denn eine Halskette draus. So, das sind die. Ach, hier, Ivo, die Höhlen. Ich bin hier. Hier oben. Hörst du mich? Hier oben. Hässlicher Bastard. Nicht Bastard. Ein Mensch. Ha. Wie schön, dich zu treffen. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Ah! Tod. Verdammt. Das läuft ja nicht so gut, wa? Was ist mit den Zwergen hier? Sind die alle doof? Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Irgendwas, was? Ich plündere mal hier einfach mal. Da ist schon so eine alte Hexe, du.
diesen Schwertschlag, ja, wenn du drauf, also wenn du festhältst, der ist sowas von geil. Der macht richtig Laune. Wolfsfell. Oh, was haben wir denn hier? Schema Unterhändler. Ja. Na. Alter Falter, hier ab. So viel Zeit muss sein. Aber wie gesagt, ich habe ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt oder so, das Spiel kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. So, hier war auch noch was. Gut, das hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber okay. Das ist noch Blutmoos, aber okay. So, dann werden wir mal den dritten noch suchen, bevor ich hier ausmache. Da der Leuchtturm, der da so leuchtet. Das sieht ja hier mal richtig aus. So. Oh, guck mal, hier ist gleich wieder Loot, was soll ich sagen? Du benutzt doch mal. Er will nicht benutzen. Jetzt. Hör auf zu hüpfen, oh Scherzbold. Hey, wach auf. Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was? Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Hast du hier zufällig eine Frau mit aschblondem Haar gesehen? Hier? Nein, keine Sterbensseele. Aber ich verpasse auch viel, weil ich ständig schlafe. Du und deine Freunde, wer seid ihr eigentlich? Rabenick und Partner. Begutachtung von Grundbesitz, Versicherungen, Organisation von Großveranstaltungen. Gaspard Sutter. Meine Freunde nennen mich Schlafmütze. Hab sogar den Sturm verschlafen. Eine Schande, dass so viele gestorben sind. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Fereng und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Fereng, hab seinen Schrei gehört. Und dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Kann er den nicht einfach packen und dann... Warte mal, wo müssen wir bloß einfach? Erstmal geradeaus, aber da ist da so ein...
Ich düse ein. Bald sterbe. Wach auf. Ich will nicht zur Schule. Los jetzt, komm, du Fatzke. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Sind wir hier noch richtig, ja, oder? Die Viecher. Blöde Viech, komm hoch hier. Komm hoch hier. Na komm zu Papa Gerald, komm zu Papa Gerald. Sehr gut. Ist da noch einer? Voll in Arsch jetzt zerwirbelt. Volle Kanne, Hoshi. Na komm schon. Komm her. Ja, komm her. Nicht so richtig hier. Das Mistviech. 69 Spaltbolzen. Ich bin der Flügelstutzer. Ist da noch ein Vieh? Ne, ist doch ja nicht mehr. Harpien-Sachen, sehr gut. Nehmen wir natürlich dankend mit. So. Was sind das hier? Pusteblume. Ha. Besser als Pustekuchen. Kommt er? Komm, Junge. Gaspar, dir Bias. Ja. Ich bin so müde. Junge. Mach auf. Ich bin wach. Ganz wach. Komm, lauf weiter. Na komm schon. Er ist aber auch, der ist anstrengend. Und was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Hm, das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. Ja, wir sind da. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Wach auf. Ja, ich bin wach. Gaspard, zurück, ich öffne die Tür. Gaspard, ha, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt.
höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.